Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zur alten Schule, zurück aus der Sommerpause. Ihr habt es jetzt gestern schon gehört, der erste Podcast nach 3 Wochen. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Volker Striezek ist ja immer eine Bank. Und Rainer Braun hat schon mal gesagt, es ist einer der nettesten Rennchefs, die er jemals kennengelernt hat. Und ich glaube, das können wir alle bestätigen, nachdem wir diesen Podcast gehört haben. Ich hoffe, ihr habt ihn schon gehört. Und wir machen gleich weiter. Jetzt geht es ja Schlag auf Schlag hier nach der Sommerpause. Ich bin schon wieder verbunden mit einem, wieder fantastische Geschichten mitgebracht hat. Und heute reden wir über 285. Geburtstage. Von wem? Das besprechen wir jetzt. Hallo, Rainer. Guten Morgen, lieber Carsten. Die Faulheit hat ein Ende in der Sommerpause. Hier wird jetzt geschafft und hier wird jetzt wieder was Neues gemacht, damit die Fans zufrieden sind. Ich habe schon böse Beschimpfungen über mich ergehen lassen müssen, dass ich faul sei, nichts mehr machen wolle. Dem ist natürlich nicht so, aber jeder Mensch braucht Erholung, so auch ich. Aber neue Kräfte sind jetzt gebündelt, es kann wieder losgehen. Ja, alles klar, genau. Also mir wurde das auch schon nachgesagt. Ich habe uns beim Oldtimer Grand Prix gesehen. Ich war ja am Samstag da, du warst sehr fleißig, Tochter hat auch gearbeitet dort. Ich wollte gerade sagen, du kontrollierst uns ja jetzt neuerdings. Bitte? Ich wollte gerade sagen, du kontrollierst uns ja jetzt neuerdings beim Arbeiten. Ja, ja. Beim Oldtimer Grand Prix bist du vorbeigekommen, das hat mich besonders gefreut. War nett, aber war anstrengend halt. Ich merke halt doch schon in den Knochen und überhaupt, dass das Alter fortschreitet und man ist abends einfach platt und ein Tag hat mir voll und ganz gereicht. Mehr musste ich nicht haben. Das kann ich verstehen, aber wir haben noch einen Kaffee zusammen getrunken, das hat mich gefreut. Du hast den Harald Groß, den habe ich gar nicht getroffen, mit dem hast du zusammen vor dem Mikro deiner Tochter gestanden, oder? Der Harald und ich haben in alten Zeiten geschwelgt. Plötzlich trat meine Tochter mit dem Mikro hinzu und sagte, da hören wir doch mal gerade rein und schon war es passiert. Du, und weißt du, was mich besonders freut? Dass wir endlich mal zusammen auf einer Bühne stehen. Ja, Mensch, am Wochenende in 8 Tagen in Pferdsfeld auf diesem Traditionsflugplatz früherer großer Rennen des HMSC in der Nähe von Bad Sobernheim. Da gibt es Pista und Piloti und man hat mich eingeladen, da mitzuspielen, mitzumachen, nicht zu fahren. Aber es ist eine Veranstaltung, wo Alfa eine Hauptrolle spielt, Alfa Romeo. Da gibt es also ein ganz großes Happening. Und dann, da ich ja auch eine Alpha-Vergangenheit habe durch den Alpha Sud Cup und durch Auto Fox in Wiesbaden, wo ich für dieses Team jetzt sehr lange gefahren bin mit Alfa Romeo, werde ich da ein bisschen was erzählen und alle freuen sich offensichtlich. Ich freue mich auch. Wir hoffen auf gutes Wetter und ich denke, dass ich auch viele alte Freunde dort wieder treffe. So auch dich. Ja, und da freue ich mich ganz besonders drauf. Wir stehen das erste Mal zusammen auf einer Bühne. Davon weiß ich noch nichts, aber du kannst es mir ja gern erzählen, was wir da machen sollen. Ja, das weiß ich auch noch nicht so ganz im Detail, aber erstmal ist es natürlich, du hast es schon gesagt, eine fantastische Veranstaltung und ich habe gesehen, am Samstag, 26.8., die Veranstaltung ist am 26. und 27.8. und am 26. bin ich auch da und hier steht 19.30 Uhr bis ca. 20 Uhr Alte Schule Live Talk mit dir. Die haben uns direkt eine halbe Stunde gegeben. Da wollen wir mal gucken, wann sie uns den Strom abschalten, oder? Ja, mal sehen. Das ist also einmal ist der Marco Wimmer, ne? Der organisiert ja das. Und ich weiß nicht, ob du schon mal da warst. Ich war vor 2 Jahren da. Letztes Jahr konnte ich leider nicht. Es ist fantastisch. Du, da wird dir das Herz aufgehen, denn das Tollste ist, auch die Rennwagen reisen ganz oft auf Achse an. Also wirklich wie früher. Es ist natürlich jetzt kein Rennen am Limit, aber die Strecke ist richtig cool. Und zwar ist das noch, ja auch so, ein, also da haben sie diese alte Buckelpiste auf der Gegengeraden. Da wirst du wirklich an früher erinnert und dann gibt es da so eine kleine Steilstrecke. Und ganz toll zu fahren, vor 2 Jahren bin ich da mitgefahren. Es gibt aktuelle Alfa zu sehen, es gibt historische Alfa zu sehen. Es gibt natürlich auch andere italienische Autos und auch das ein oder andere deutsche Auto zu sehen. Es lohnt sich auf jeden Fall, allein schon für die ganze Armada an Alfa Suits, die da fahren. Und es gibt Karten. 15 Euro kostet die Karte nur. Das finde ich auch schon so toll. Und es gibt noch Restkarten und zwar auf der Seite www.pista-piloti.de. Wir blenden das nochmal ein und es gibt es auch im Beschreibungstext. Da kann man also, der wird verlinkt und dann freue ich mich, Rainer, wenn wir uns da sehen. Prima. Also wir geben Gas dort und geben unser Bestes. Ja, das hoffe ich. Und ich hoffe, das ist gut genug für die Alpha-Fans. Aber ich gehe davon aus. Und so geben wir jetzt auch hier unser Bestes. Und zwar geht es ja heute um 285. Geburtstage. Ja, die sind schon ein bisschen her, aber sie sind es wert, beide nochmal behandelt zu werden. Denn es sind zwei Typen, die uns in ihrer Zeit, der eine als Sportchef, der andere als Rennfahrer, viel, viel Freude gemacht haben. Ja, absolut. Am 28. Juni ist der Dieter Glemser 85 geworden. Alter Ford-Werksfahrer,
Renault Pate für die jungen Renault 5 Buben, Porsche 944 Cup Organisator, Mercedes-Benz Historic Botschafter, alles Mögliche und heute noch gut beieinander und immer noch fröhlicher Dinge und immer noch mit einem Auge bei den historischen Sportveranstaltungen. Der andere ist Mike Kranefuß, um diese beiden Herren geht es nämlich heute. Der ist 6 Tage später, am 3. Juli, glaube ich, ja, am 3. Juli, auch 85 geworden in seiner längst neuen Heimat USA, in Mooresville in North Carolina. Da hat er seinen 85. Geburtstag gefeiert, bei guter Gesundheit, immer noch mit der qualmenden Pfeife. Insgesamt natürlich ein paar Falten mehr, ein paar Haare weniger. Aber um die beiden geht es heute und um die wollen wir uns mal kümmern. Es ist hier schon mal ein Bild, wo man den Mike mit der Pfeife sieht und der Fordjacke im Gespräch mit, das dürfte sein, ja, könnte der Thomas Ammerschläger sein, so vom in der Kopfform okay. her. Wie auch immer, Dieter Glemser sitzt neben ihm, da haben wir unsere beiden Geburtstagskinder. Dieses Bild stammt aus dem Jahr 1972. So, und jetzt fangen wir mal mit dem Herrn Glemser an. Der hatte zuerst Geburtstag, also kommt er auch zuerst dran. Ja, sind wir schon auf der Solitude, wo du mich dahin locken willst nächstes Jahr. Ne? Schau das an. Richtig. Das ist ein Startbild von der Solitude aus den 60er Jahren, exakt 1963. Da sehen wir den Dieter Glemser in der Mitte der ersten Reihe mit einem schönen roten Carrera, mit einem schwarz-weiß Zielband quer übers Auto gezogen von vorn nach hinten. Und nicht quer, sondern längs natürlich. Neben ihm steht links der Ferrari GTO, ein wunderschönes Auto, ist ja einer meiner Lieblingsautos. Das dürfte sein aus der Schweiz, der Karlmann von Chassis. Und rechts steht, das ist ja ein bärenstarkes Teil, das ist ein 3-Liter Austin Hurley. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat damals dieses Auto der Eugen Böhringer gefahren. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Böhringer ist einmal Mercedes untreu geworden und ist auf der Solitude mit einem 3-Liter Austin Hurley gefahren. Aber ich will es nicht beschwören. Ich glaube es nur so zu erinnern. In der zweiten Reihe übrigens sehen wir links mit dem Streifen den silbergrauen Carrera. Das ist der Eberhard Rank. Und rechts, das ist wohl der Gerd. Nee, das ist der Paul-Ernst Strehle mit dem BMW 1, ein 94 GTS. Und dahinter links ein silbergrauer Ferrari dürfte Peter Nöcker sein aus Düsseldorf. So, das sind sie, die Buben, die sind auf der Solitude da rumgedonnert. Es war eine tolle Zeit. Ich habe im Glemseck gestanden. Hat mit Dieter Glemser nur nichts zu tun. Die Kurve heißt Glemseck, ist die erste Kurve nach dem Start links rum. Stimmt, ja. Und die Zuschauer, schaut euch diese Zuschauermassen an. Das waren Zeiten, oder? Heute ist die Solitude eine ganz normale Verkehrsstraße. Da denkst du gar nicht, da steht, glaube ich, nur noch der Turm, wenn ich nicht alles täuscht. Ja, der steht da noch. Ich bin kürzlich mal drüber gefahren, um einen Abkürzer zu nehmen zur Autobahn und muss sagen, das in Erinnerung hochgekommen, unglaublich, gell? Die Streckenführung als solche, die ist ja noch im Original, die gibt es ja noch. Ja. Wenn ich da im nächsten Jahr hinkommen soll und die Leute das wollen, die Veranstalter, dann werden wir das sicher machen. Irgendwie. Das sind schöne Erinnerungen. Tolles Bild, ich liebe es. Der Dieter Glemser, da hat er seine Karriere eigentlich so richtig begonnen, 1962, 63, hat mit dem Porsche Super 90 angefangen, wurde dann daraus ein Carrera und dann ging es halt weiter mit Werksverträgen bei Mercedes. Bei Porsche, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Hier ist zum Beispiel der große Preis der Tourenwagen 1963. Da ist er mit Eugen Böhringer zusammen ein 300 SE gefahren beim 6-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich glaube, von Jaguar knapp geschlagen, wenn ich das täusche. Ja, später haben es dann gewonnen. Traut man dem Wagen gar nicht zu, dass er sich so sportlich bewegen lässt? Ja, das Ding hatte richtig Qualm an der Kette. Ja. Und die beiden waren da auch richtig schnell damit unterwegs. War eine Augenweide, denen zuzuschauen. Und hier haben wir nochmal aus dieser Mercedes-Zeit den Start bei den 24 Stunden von Spa, gleiches Jahr. Und ganz vorne die Nummer 100, die da ganz links steht in der Startaufstellung. Das ist Glemser Böhringer. Und die haben bis kurz vor Schluss geführt. Und dann hat der Eugen ein Rad verloren. Und dann war es aus mit dem Gesamtsieg. Den hat er sich aber dann später nochmal geholt. Vor allem mit dem Ford Cabrio S, da kommen wir dann gleich noch dazu. So, hier sind wir nochmal in den 60ern. Auch ein nettes Bild. Der Dieter Glemser war ja nun einer der wenigen, der beides konnte zur damaligen Zeit.
nämlich Rallye und Rennsport. Also Ja. Rundstrecke und Rallye und beides perfekt. Und als Mercedes-Werksfahrer, der auch eingesetzt wurde beim Großen Preis von Argentinien, ein Straßenrennen quer über Stock und Stein, der eingesetzt wurde in der Rallye-WM und hier, das sieht aus nach einem 230 SL, der 280 SL oder wie die Dinger hießen, fährt er vor beim König von Griechenland, beim König Konstantin. Mit dem Martin Braungart auf dem Beifahrersitz. Man kann die Konturen auch ganz gut erkennen. Auto mit der Startnummer 12, Militär salutiert und der König nimmt gleich die Parade ab für das Siegerauto. Und wenn ich dann noch gucke, dieses Heck, was da noch im Bild gerade rausguckt, ich glaube, das ist ein Saab, wenn ich da Ein nicht täusche. genau, hätte ich auch gesagt, ja. Würdest du auch sagen, ne? Ist ein Saab-Heck. Gut, einigen wir uns darauf. Aber ein nettes Bild, guck mal, wie die alle hier stramm stehen und salutieren. Der König ist jetzt ein bisschen weiter links, gerade nicht im Bild, aber der nimmt dann hier die Parade ab und die steigen aus. Er gratuliert persönlich, tolle Geschichte. Das war die Rallye Akropolis in Griechenland, die heute noch existent ist und die heute nicht mehr Akropolis, glaube ich, heißt, sondern Rallye Griechenland, irgendwie so. Ja, hier sehen wir ein Bild aus 1966 in Le Mans. Das ist ein Porsche 94 GTS, ein Werksauto, gefahren von Dieter Glemser links im Bild mit dem schönen blauen Overall, den übrigens unser Freund Erich Bitter immer geliefert hat. Da stand überall Dunlop oben drauf. Und die gab es beim Erich Bitter für 99 Euro, die Overalls, gell? 99 Mark. Ja, zu Erich Bitter kommen wir auch noch. Eigentlich eine traurige Geschichte. Kommen wir nicht heute, aber kommen wir demnächst, weil unser guter Erich ist kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben. Und da müssen wir natürlich noch mal erinnern dran, genauso wie übrigens an Alfred Knöll, den Vater des siebten Sinns, Ja. Regisseur und Produzent vieler toller Motorsportbeiträge über ARD, Sportschau und Co. über viele Jahrzehnte. Kommen Aber wir aber den bei unserem beiden nächsten Podcast und ich. dazu. Ich habe es nur schon mal kurz angesprochen Und als ich bin froh, dass Nebenbei. ich die beiden noch im Podcast hatte. Ja, hier sehen wir also den Dieter Glemser mit Sonnenbrille und rechts, das ist mein alter Freund Bobby Klass aus Naja. Stuttgart. Der Bobby Klass war auch Porsche-Werksfahrer, hat dann gewechselt zu Ferrari und hat diesen Wechsel teuer bezahlt. Ist in Mugello bei der Targa Florio tödlich verunglückt in einem Ferrari. War bittere Geschichte damals, hat uns alle sehr getroffen, wie uns jeder Todesfall getroffen hat um diese Zeit. Das ging ja Schlag auf Schlag. Heute sind wir ja in einer kommoden Situation, was diese Dinge angeht. Und das passiert Gott sei Dank nur noch höchst selten. Aber damals ging das Schlag auf Schlag. Es war fürchterlich. Und einer derer, die es nicht überlebt haben, ist der Bobby Glass. Ein super Typ. Immer zu Späßen aufgelegt. Die beiden haben gut zusammengepasst. Zwei super Schwaben, kann man sagen. So, von Le Mans gehen wir zur Targa Florio, das sehen wir hier. Das sind Hans Herrmann und Dieter Glemser, die auch mal Partner waren, und zwar in einem Porsche Carrera 6 Werksauto. Das ist hier die Nummer 200. Damals war der Huschke von Hanstein noch der Sportchef und hat das alles dirigiert. Das war bei der Targa Florio 1966. Da sieht der heute 95-jährige Hans Herrmann noch richtig schön jung aus und frisch. Und der Dieter Glemser war damals auch noch ein Jungspund um diese Zeit. Sagen, So, auch das hat der Dieter mal fertiggebracht, obwohl das bei ihm in seiner ganzen Vita höchst selten vorgekommen ist. Der Dieter Glemser war ein Typ, der mit dem Material umgegangen ist wie mit einer liebenswürdigen Dame, nämlich sehr vorsichtig. Der war schnell und trotzdem hat das Material geschont, hat seltenst Unfälle gehabt, aber das war ein sehr kerniger. Beim 1000-Kilometer-Rennen am Nürburgring, ausgerechnet beim Heimrennen, dieses Missgeschick. Da wirft er den Carrera tatsächlich ins Gebüsch. kann Das hat passieren. ihm richtig wehgetan. Das glaube ich. Aber passiert ist ihm nichts, oder? Nur Nein, es ist ihm nichts passiert, Nervenbruch. aber es hat ihn so gefuchst, er hat Wochen und Monate lang sich selbst gehasst dafür. Ja, weil das ist nicht Dieter Glemser. So ein Bild, das mag er gar nicht sehen im Zusammenhang mit seinem Namen. Weil man hat immer gesagt, wenn es einen Menschen gibt, der schnell ist, das Material schont, ins Ziel kommt und auch noch gewinnt, dann heißt er Aber vielleicht hat er sich da irgendwie, hat er ein paar Rosen am Wegesrand gesehen und gedacht, da müsste er ein bisschen was rasieren. vielleicht auch ein paar Mädels, man weiß es nicht. Ja, man weiß es nicht, genau. Ja. Rosen deshalb, weil er natürlich als der schnellste Rosenzüchter galt damals. Aber da Richtig, kommst du der sicher Dieter noch drauf. Glemser hatte eine Großgärtnerei zusammen mit seinem Bruder und hat natürlich da auch als gelernter Gärtner die Geschäfte geführt und am Wochenende
hat er eben das Lenkrad bedient von irgendwelchen Werkswagen. So zum Beispiel hier als ganz frisch gebackener junger Ford-Werksfahrer. Das war die erste Verpflichtung von Jochen Nerpasch, als er zu Ford kam, 1968. Amtsantritt 1. Juli und die erste Dienstverpflichtung war Dieter Glemser. Das war sofort für ihn klar, mit dem fahren wir in Köln richtig schöne Rennen. Und das hat auch wunderbar geklappt. Hier ist der Ford 20M RS. Das war eines der ersten Autos, die in der Kölner Rennabteilung entstanden sind. Und damit ist man gefahren London, Sydney. Eine Mammut-Rallye damals, die auch mit diesem Ford 20M RS bestritten wurde. Und der Kollege Glemser und sein Freund Braungart, den er natürlich gleich mit zu Ford gebracht hat, einer der BPS-Gründer. Glemser, Braungart steht auch, glaube ich, hier am Auto. Ja, kann man an der Seite sehen. Das Foto habe ich noch nie gesehen. Das Auto ist ja so cool, oder? Das Foto habe ich noch nie gesehen mit dem coolen Auto. Absolut. Also ich bin mir nicht sicher. Ich glaube sogar, die haben gewonnen. Aber bitte nagel mich nicht drauf fest. Das ist natürlich so lang zurück. Und ich weiß nur, dass sie erfolgreich waren. Okay. Vielleicht waren sie Zweite, vielleicht waren sie Dritte, vielleicht haben sie gewonnen. Ich weiß es nicht, sagen wir mal so. Aber das Auto ist natürlich ein Hammer, so wie das da steht. Ne? Ja, mit dem Bullenfänger. Ja. Und dann sind wir schon ein Jahr später in Hohenrendsburg, ein Bundeswehrflughafen, der damals noch für Autorennen freigegeben war. Das wissen die wenigsten heute, dass es da ganz oben im Norden, abgesehen von Diepholz und Hunsdorf und Ahlhorn und Sylt, sogar in Hohenrendsburg, Sylt, ja, ein richtig schönes, großes Flugplatzrennen gegeben hat. Über 1, 2, 3 Jahre. Das ist hier von 1969. Ich war selbst vor Ort damals, denn mit diesem Ford Escort Twin Cam, so hieß dieser Knochen, der auch so im Jargon hieß, der Knochen, wegen der Kühlerschnauze da vorne. Mit diesem Auto ist er tatsächlich deutscher Streckenmeister geworden. Das war das erste Amtsjahr von Jochen Nerpasch und er hat gesagt, wir wollen gleich im ersten Jahr einen Titel. Auto ist in Köln gebaut worden, ist eine reine Kölner Produktion und der Glemser ist damit zum Titel gefahren, hat alle Rennen gewonnen. Wahnsinn. Also in seiner Klasse und sowieso auch meistens im Gesamtklassement. Sein Gegner hieß damals Harald Menzel auf einem Aber 1000. Der hat nichts mit dem Christian Menzel zu tun oder dessen Sohn, sondern das ist ein ganz anderer Menzel, nämlich aus Dannenberg, auch im Norden. Dieser Menzel war bis zum Schluss sein Gegner. Und dieser Menzel hatte, wie auch der Dieter Glemser, fast immer seine Klasse gewonnen. Und die sind punktgleich nach Rendsburg gekommen, nach Hohen, und sind auch punktgleich dort abgereist. Nur hatte der gute Glemser mehr Gutpunkte. Das war damals eine sehr komplizierte Geschichte. Das erspart mir, euch das zu erklären. Da gab es dann Gutpunkte, die errechneten sich aus dem Abstand des Ersten zum Zweiten. Das musst du dir mal vorstellen. Okay. Und da der Zweite hier immer der Kollege Manfred Mohr war, der Geleitschutz für den Herrn Glemser ergeben hat, hat der Mohr sich dann immer schön zurückfallen lassen, damit der Abstand möglichst groß wurde. Ah, ja? Okay, verstehst? Ja. Das hat beim Menzel nicht so gut geklappt, den Aber 1000. Also da wurde schon ganz schön getürkt und gemacht und getan. Das war abstruse Reglements. Es ist unvorstellbar, was sich damals so abgespielt hat, allein zum Thema Reglement. Und man beschwert sich heute immer, dass man nicht mehr mitkommt in der Formel 1 oder so. Es war alles viel schlimmer damals. Okay. Man hatte keinen Computer. Aber es war lustiger und schöner irgendwie und lockerer und unbeschwerter. Gut, also das ist der berühmte Escort Twin Cam, 1600 Kubik. Das gleiche Auto wurde am Berg mit Gerd Schüler eingesetzt übrigens. Mhm. Den wir auch treffen werden bei Pista und Piloti, auch ein alter Alpha-Mann, nämlich von Alpha zu Ford gekommen ist, weil der Jochen Nerpasch damals gesagt hat, den Schüler wollen wir auch haben für den Bergspezialist. Und eben hast du schon gesagt, der Christian Menzel hat nichts mit dem Menzel hier eben zu tun, aber der Nico Menzel, der Sohn von Christian Menzel, der wird auch da sein übrigens. Ja, das ist ja toll, da freue ich mich ja schon drauf. Ja, das wird echt ein guter Typ. Pass auf, dieser Escort fuhr auch am Berg in der gleichen Spezifikation, nur mit dem Gerd Schüler, auch alle Rennen gewonnen, alle Starts gewonnen, Meisterschaft verloren, weil zu wenig Gutpunkte. Das hat Renault besser gemacht mit dem Dr. Brendel, glaube ich, oder wie der hieß, der Bergmeister wurde. Mit der Alpine. Weil da hat das geklappt mit den Abständen. Hier hat es nicht so gut geklappt. Gut. Also erster Titel, Dieter Glemser, das war übrigens dann sein erster großer Titel hier in Deutschland, mit Ford. Der wurde dann auch eine Bank in der Capri-Zeit. Hier haben wir den Capri RS in seiner schönsten Form. Bild von 1972 aus Hockenheim. Ein
Donnerbolzen, sondergleichen. Also das war das Auto, was es zu schlagen galt im Tourenwagensport. Und BMW hat dann natürlich auch reagiert mit dem CSL Coupé, vor allem als der Jochen Erpasch von Köln nach München ist und dann seine eigene Kreation, den Cabria S, schlagen musste, schlagen sollte und wollte und es auch geschafft hat, aber noch nicht 72, sondern hauptsächlich erst 73. Und letztes Jahr beim Solitude Revival, da habe ich auch ein kleines Video gemacht und da ist Dieter Glemser den Wagen wieder gefahren. Wunderbar. Und er hat ihn geliebt über alles. Ja, es war einfach, da gibt es ja heute noch Capri RS-Clubs ohne Ende und diese Autos werden gehandelt für Traumpreise. Ja. Das sind fast Ferrari-Preise, die du hier für so ein Originalauto noch bezahlst. Gell? Du recht auch. Ich finde die Wagen wunderschön, die klingen toll, die scheinen toll zu fahren. Also da gibt es auch ein Video bei mir auf YouTube, verlinke ich. Ich habe diese Autos geliebt, nicht nur in der Rennversion, auch in der Straßenversion. Ich hatte 5 Stück davon. Also nicht auf einmal, sondern hintereinander. Ja, und du hast sie immer Fahrerlager schrauben lassen, habe ich gehört. Die Inspektion auch richtig. Ich durfte immer im Ford-Areal stehen und die Ford-Werksmechaniker haben dann Hand angelegt an meinem Auto und so paar nette Sachen eingebaut. War sehr schön. Geht heute nicht mehr. Völlig undenkbar. Stell dir mal vor, du hast ein BMW, sagen wir mal ein GT3 oder ein GT4 für die Straße, oder ein M3 und fährst da nach Hockenheim bei der DTM und sagst, könnt ihr mal ein bisschen an meinem Auto rumschrauben? Fährst ein Fahrerlager zu dem Renntransporter hin. Ich glaube, die hauen nicht. Das musst du dir vorstellen, ja. Ja, das kannst du ja gar nicht mal vorstellen, sowas. Aber das ging damals. Ja. Ja. Hör mal, die Jungs haben das gemacht, denen hast du 10 Mark gegeben, dann war er roh. Ne? Wahnsinn, ja. Ja, gut, also das ist die große Capri-Zeit. Hier haben wir übrigens das Ford- und Mercedes-Erfolgsduo. Zuerst bei Ford, vorher bei Mercedes. Glemser, Braungart, dicke Freunde. Leider lebt unser Dieter Braungart nicht mehr. Hm. Aber die beiden, das war ein Erfolgsteam im Rallye-Sport, ein Erfolgsteam in technischen Fragen. Das hat einfach funktioniert mit den beiden. Ja. Denn der Martin Braungart war ja nicht nur ein exzellenter Co-Pilot, sondern auch ein irrsinnig guter Techniker. Mhm. Ein Fahrwerksingenieur von Gottes Gnaden, wie du ihn ganz selten nur gefunden hast damals. Ist einer der Teilhaber von BBS oder Gründer. Der andere hieß Baumgartner. Und das S stand für Schiltach oder Schenkenzell, für eins von Schiltach. Beiden. Schiltach heißt die, wo die Familie Trautwein wohnt. Und zu Hause ist. Die habe ich ja beim Oldtimer Grand Prix auch kennengelernt. Das sind so nette Leute. Die sind so nett. Ich freue mich sehr, dass diese ganze Schnitzer-Kollektion in so guten Händen jetzt gelandet ist. Und wenn du da hinfahren würdest und dir das anguckst, wie toll das und wie liebevoll die an den Autos arbeiten und das ganze Lager. Also ich habe mir das, also ich war richtig begeistert da. Das ist für diesen Ich habe ja so nur den Junior kennengelernt. Janik. Ja. Und ich muss sagen, ein so netter junger Mann, gut erzogen und ein toller Rennfahrer und hat einfach Stil, Manieren, macht Freude, mit solchen Menschen zu reden. Absolut, genauso. Und der liebt die Autos und hat Ahnung von der Technik und fährt auch noch schnell. Ne? Das muss man auch sagen. Also ich habe keine Bedenken mehr für die weitere Behandlung der Schnitzer-Hinterlassenschaften dort. Die sind genauso in besten Händen, die Autos. Ja. Und die haben original Bellow Formel 2 übrigens. Ne? Ja. Und der Jannik ist ein hervorragender Rennfahrer. Gell? Ja, genau. Das sind die Typen, die der Rennsport eigentlich braucht. Ja, stimmt. Gut, weiter. Hier haben wir jetzt ein Bild. Das ist der erste große Sieg des Dieter Glemser im Cabria S. Nämlich beim großen Preis der Tourenwagen 1971 schon. Es war die erste Variante des Cabria S. Und da gab es den ersten großen Sieg im Rahmen des 6-Stunden-Rennens am Nürburgring. Hier ist die Siegerehrung. Partner war übrigens Dr. Helmut Marko, der sehr interessiert sich die Damen betrachtet, während der Dieter gerade ausguckt und das weniger interessiert, hat der Helmut natürlich nur den Blick über den Dieter hinweg, also vor ihm hinweg zur Dame, die ganz rechts die Hand um den Dieter legt, aber ich glaube, der Helmut ist da viel mehr interessiert. Glaubst du? Ja, ich kenne doch seine Blicke. Ist einer mit den beiden abgezwitschert? Kann man das sagen? Man weiß es nicht. Das kann ich dir nicht sagen, aber ich könnte es mir lebhaft vorstellen. Aber wahrscheinlich stand am neben dem Treppchen stand schon Harald Groß und hat wieder irgendwas abgegriffen. Ich glaube, damals war der Harald noch nicht aktuell. Da haben wir damals noch gar nicht bekannt. 71, nee, stimmt. Da gab es noch keinen Harald Groß auf der Rennstrecke. Aber das sind ja die beiden Mädels, die sind beide auf den Helmut fixiert. Schau es dir genau an. Ja? Ja, und eine wird da schon irgendwie erfolgreich gewesen sein, schätze ich mal. Siegerehrung, Nürburgring, 71, großer Preis der Tourenwagen. Rennleiter Will Stenger aus Saarbrücken, das nur nebenbei. So, ein mächtiger Mann, der die Rennen am Nürburgring, diese 6-Stunden-Rennen, immer auf einem Gartenstuhl gestartet hat. Der wurde da aufgestellt und da wurde er hochgehievt, damit man den auch sehen konnte.
Dann gibt es da ein Riesenstartbild. Ich habe es irgendwann mal in meinem ganzen Durcheinander gesehen, wo fast 100 Autos stehen oder 100, über 100 Autos in Aufstellung 4, 3, 4. Da gab es noch keine Leitplanke vor der Box. Wahnsinn, Und da oder? stand alles wild durcheinander, auch vor der Box. Und beim Start haben alle mehr oder weniger halb auf der Fahrbahn gestanden. Das musst du dir mal vorstellen. Ja, das ist Ein, das war also diese Zeit. Da, so, hier haben wir den Cabrio S in Spa. 1972, ein Jahr später, ein Dreifachsieg. auch so ein Spa tolles hat Bild. gewonnen, Maßstuck, vor Gary Birrell, glaube ich, und dritte könnte das Ulla Reuth gewesen sein. Der Dieter Klemser hatte 71 übrigens auch Spa gewonnen, wurde auch Tourenwagen-Europameister in diesem Jahr 1971. Das war dann sein zweiter Titel. Und hier sehen wir die ganze Abteilung ein Jahr, im selben Jahr in Brünn. Da pfiffen die durch die Stadt durch. Gell? Die Leute haben mit den Wahnsinn. Gartenstühlen vor den Häusern gesessen, haben sich das Schauspiel angeguckt. Gell? Und die Da Links pfiffen die nehme ich ja an. Cabrio S und BMWs und was es da alles gab, Ja. die pfiffen da mal mit 200 durch die Ortschaft. Ich Gell? wollte gerade sagen, und die Links sitzen ja an einer ganz sicheren Stelle, am Kurvenausgang außen. Das ist, die haben sich ja die beste Stelle überhaupt Ja. ausgesucht. Die Leute haben völlig unbefangen vor ihren Häusern An der gesessen, ohne Hauswand, wo Schutz, nicht mehr ohne glaubt. alles, und haben sich das angeguckt. Es ist ein Wunder, dass da nie was passiert ist, was Größeres. Wahnsinn, Wahnsinn. Ein echtes Abenteuer. Ja. Das sind die beiden Ford-Werksautos aus Köln. Aber so wie der Ort aussieht, da fährt man extra schnell. Da ist man froh, wenn man So, wieder weg und hier ist. kommt der schwerste Unfall, den der Dieter Glemser je hatte. Ja. Dazu konnte er überhaupt nichts. Ein Lenkungsbruch. Und zwar an der übelsten Stelle, Nürburgring, bergab, Kallenhardt. Jeder Nürburgring-Fan weiß, was Kallenhardt bedeutet, und jeder weiß, was es heißt, dort fliegen zu gehen. Das war 1973 in dem großen Rennen BMW gegen Ford. Man hat es manchmal mit Ben-Hur-Wagenrennen sogar verglichen. So eine Veranstaltung war das. Das war das größte Rennen aller Zeiten zwischen BMW und Ford um diesen Sieg bei den 6 Stunden und um die Punkte für die Tourenwagen-EM. BMW hat es gewonnen. Ford hatte einen Totalausfall, mehr oder weniger. Mit allen Werksautos, das war auch die Veranstaltung, wo Fittipaldi und Stewart gemeinsam ein Auto gefahren haben, als noch aktive Formel-1-Piloten. Das war eine gigantische Nummer mit über 100.000 Zuschauern. Der Nürburgring brach aus allen Nähten. Es war eine Stimmung unvorstellbar. Ich war damals mit Jochen Luck zusammen Streckensprecher, und ich kann nur sagen, ach, da kriegst du Gänsehaut, wenn du daran denkst. Das allerdings war sehr unlustig. Kollege Glemser hat sich nämlich überschlagen mit dem Capri bergab. Und so sah das Auto aus. Das ist ein Foto von Hartmut Schulz. Ich möchte das extra erwähnen, weil der Herr Schulz doch immer großen Wert drauf legt, dass das Foto von ihm ist. So schimpft er nachher mit mir, dass ich es verwendet habe und nicht gesagt habe, dass es von ihm ist. Ist fast in der erweiterten Nachbarschaft, wohnt in Neunkirchen-Seelscheid, 5 Kilometer entfernt von mir, der Fotograf. Ja, der Dieter musste dann auch das Adenauer Krankenhaus von innen kennenlernen. Das war eine Geschichte, die sehr, sehr übel war. Der hatte viele, viele Prellungen. Ich glaube auch, ob er einen Bruch hat, weiß ich gar nicht, aber sehr, sehr schmerzhaft. Der ganze Körper war blau von oben bis unten. Er hat noch Glück obendrein gehabt. Und es war der Moment, wo er sich erstmal überlegt hat, ob er weiter Rennen fahren sollte oder aufhören sollte, besser. Das war für ihn ein Moment, wo er wirklich sehr ins Grübeln gekommen ist. Und er hat dann auch längere Zeit pausiert, bis er sich wieder ins Auto gesetzt hat und entschieden hat, ich fahre noch mal ein Stück. Dass er allerdings dann ein Jahr später dennoch aufgehört hat, ist eine andere Geschichte. Nämlich in Macau ist er mit dem Zackspeed Escort unverschuldet nach einem Reifenplatzer von der Strecke abgekommen, und es hat da einige Zuschauer getroffen. Und er hat sich darüber solche Gedanken gemacht, dass er Zuschauer verletzt hat, dass er aufgehört hat sofort mit dem Rennsport danach. Schlagartig. Weil er sagt, in dem Moment, wo andere Menschen durch mich zu Schaden kommen, kann ich keine Rennen mehr fahren. Das kann ich nicht verantworten, und das geht mir auch komplett gegen meine innere Einstellung. Ich finde, das ehrt ihn sehr, dass er Absolut. das so entschieden hat. Es war aber ein Verlust für den deutschen Motorsport in jedem Falle. Dass er das so überlebt hat überhaupt, ist schon ein Wunder. Und vielleicht wäre es gut gewesen, wenn er da schon aufgehört hätte, wer weiß. Ne? Aber wie es halt so ist, und dann sagt dann die Ford-Rennabteilung, Mensch, Dieter, kannst du nicht machen, musst du weitermachen. Und wir bauen dir ein schönes neues Auto, und schon sitzt du wieder drin. Ne?
War aber ganz schlimm. Muss auch erstmal Vertrauen zum Auto haben nach einem Lenkungsbruch. Ich überlege gerade, ich glaube, Lenkung ist noch schlimmer als Bremsausfall. Weil da es ist beides schlimm genug. Beides schlimm genug, aber boah, Mensch. Ja, also das ist das Bild. Das Auto war wirklich komplett Schrott. Da konntest du überhaupt nichts mehr brauchen davon. So, Zack Speed RS 1974. Das ist dann in der DRM schon der zweite Titel nach 73. Er ist 73 mit dem Zack Speed Meister geworden. Und er ist 74 mit dem Zack Speed. Nochmal Rennsportmeister geworden. So hieß das damals. Deutsche Rennsportmeisterschaft. Das ist ein Bild aus Mainz-Finden. Aus dem Jahr 74, wie schon gesagt. Dieter Klemser mit dem typischen Helmdesign sieht man hier im Auto sitzen. Das ist nach dem Titel Deutsche Rundstreckenmeisterschaft, nach dem EM-Titel 71, nach dem ersten DRM-Titel 73 und nach dem 74er sein vierter Titel für Ford. Schöne Bilanz, ne? Schon erfolgreich, oder? Gleich so ein Hattrick. Ja, er war sein Geld wert. Ja, kann man so sagen. Ja, und nachdem er dann aufgehört hat, 74, am Ende des Jahres, Macau war im November, und er hat dann entschieden, ich höre auf, gab es für 1975 ein Arrangement mit Renault. Sein neuer Dienstwagen war nicht mehr ein Ford Cabrio S, sondern ein Renault 5. Welcher Abstieg? Oh, ich glaube, der Spaß. Nur in Anführungszeichen. Spaß war ähnlich. Gut dotierter Vertrag. Der Rolf Schmidt, damals Sportchef von Renault und Vater des Renault 5-Pokals, hat gesagt, wenn ein Dieter Klemser aufhört, Rennen zu fahren, nach so langer Zeit, dann hat er natürlich einen Erfahrungsschatz, der unglaublich groß ist. Und den müssen wir unseren jungen Anfängern im Renault 5-Pokal zugutekommen lassen. Deswegen verpflichten wir ihn. Er hat ein fürstliches Salär bekommen, einen Dienstwagen, wie wir hier sehen, den er allerdings nur am Wochenende gefahren hat, mit dem er unter anderem, das glaubt ja kein Mensch mehr heute, diese Karre hat er in der Mitte, wo jetzt dieser weiße Kreis leer ist, ein M am Rennwochenende. Und mit diesem M, das heißt Marschall, ist der Herr Klemser auf Geheiß vom Herrn Schmidt bei Training, vor allem beim Training, ich glaube nicht mehr im Rennen, nur im Training, dem Feld vorne weg und mittendrin und hinterher gefahren und hat den Jungs gezeigt, wo die Linie ist. Nur hat sich der gute Dieter ständig beschwert und sagt, es ist völlig sinnlos. Die fangen an, mit mir Rennen zu fahren. Das geht nicht. Die überholen mich da, wo sie nicht überholen sollen, wo ich ihnen was zeigen will, bremsen sie mich aus. Dieser wilde Haufen ist nicht zu kontrollieren. Ich habe das ja damals alles miterlebt. Ich war ja der permanente Streckensprecher für den Renault 5 Cup und bin in dem Jahr auch selbst international gefahren. Wir haben uns gebogen vor Lachen, der Dieter und ich. Die haben ja überhaupt nicht hingeguckt, was der ihnen gezeigt hat. Die wollten den ständig besiegen im Training. Du musst dir mal vorstellen, da gibt es ja nichts zu besiegen. Da kannst du ja nur selbst ordentliche Zeit fahren. Also er hat es dann irgendwann aufgegeben mit dem Vorneweg. Das hat keinen Zweck. Irgendwann fahren sie mir noch in die Kiste. Großes Gelächter, war eine nette Geschichte. Ja, und dann von Renault nach einem Jahr schon ging es gleich weiter. Also Renault gab es nur ein Jahr. Gab es viele Jahre, insgesamt 33. Aber das Engagement Klemser bei Renault gab es nur ein Jahr. Dann hat er sich neuen Dingen zugewandt, so unter anderem 1982 dem Ford Ladies Cup als Cup-Pate erneut. Da sollte er den Mädels was beibringen. Ja. Das sehen wir hier, große Versammlung schon. Das ist ein Bild aus des Jahrgangs wohl 83, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist nicht der erste Jahrgang, spielt auch keine Rolle. Den Dieter sehen wir in der Mitte neben dem Klaus Ludwig. Also es gab da auch viele Instruktoren. Der Michael Werner ganz links. Es gab den Klaus Ludwig, es gab den Dieter Klemser, der also wirklich fast in der Mitte sitzt, zwischen Ludwig und Nitzwitz. Der Nietzsche direkt daneben und dann der Jörg van Ommen, den sehe ich da auch noch. Und ja. Wer ist das, da vorne mit der Sonnenbrille? Ah, keine Ahnung. Das ist der Braun. Ja, der war da auch dabei. Der Lothar Pinske ist natürlich, links von mir ist der Lothar Pinske. Ja. Der hat das Ganze natürlich initiiert und war eine tolle Idee. Wir haben viel Spaß gehabt, war eine tolle Zeit, 3, 4, 5 Jahre. Ein Paradies auf Erden. Und befrage mich nicht mehr dazu, bitte. Nein. Ich frage mal den Klaus Nietzwitz, wenn ich den mal spreche. Ja, der Klaus kann dir viel erzählen. Das gibt einen vollen Podcast über 3 Stunden. Ja. Den musst du anrufen in Spanien und sagen, Klaus, heute machen wir Ladies Cup. Ja. Erzähl. Das musst du unbedingt machen, dann haben die Leute mal richtig Spaß. Ja. Dann haben sie mal richtig was zu hören. Ja, das machen wir.
Das kommt. Mach das. Ich gebe dir die Nummer vom Klaus. Ich habe seine Telefonnummer gespart. Wir telefonieren sogar hin und wieder mal, aber der ist ja immer mit dem Motorrad unterwegs. Ja, der ist mit der Harley immer unterwegs. Ja, ich weiß. Fährt aber über die Insel. Wir kriegen das noch hin. Er führt ein Leben wie Gott in Frankreich, das sage ich dir. Ja, nur Nizwitz so. In Spanien ist das Leben. Nächster Fall von dem Ford Ladies Cup ging es dann nach ein paar Jahren, als der zu Ende ging, 1986 oder 85, zu Porsche, zu seinem alten Arbeitgeber zurück, diesmal als Cup-Organisator und Manager des neuen 944 Turbo Cups. Wir sehen hier ein Bild aus dem zweiten Jahr, würde ich sagen, 1986. Das ist der Dieter ganz links mit einem Gaststarter-Pärchen, nämlich dem Martin Wimmer aus der Motorrad-WM und dem damaligen Weltmeister dieses Jahres, Eddie Lawson. Der sitzt rechts, der Marlboro-Mann. Die beiden haben sich in den Gaststarter-Autos abgewechselt und hatten ganz tolle Vorstellungen. Ich glaube, der Eddie Lawson ist zum Beispiel in Brünn gefahren, kann ich mich erinnern, wenn mich nicht alles täuscht, war das so. Und der Martin Wimmer, entweder Salzburg oder Nürburgring. Ich war damals ja auch permanenter Streckensprecher für diese Rennserie und habe das so in Erinnerung. Dieses Gastauto kam von Blaupunkt, da saßen also alle möglichen Promis drin, unter anderem auch diese beiden Helden. Das hat der Dieter gemacht bis zum Ende des Turbo Cups, das dürfte 89 oder 88 gewesen sein. Tolle Geschichte, tolle Rennen. Der Harald Groß ist zum Beispiel einer der ersten, die da mitgefahren sind. Wenn mich nicht alles täuscht, war der Jörg van Ommen sogar der erste Cup-Sieger 85. Oder der Jockel Winkelhock, einer von den beiden, ich weiß es nicht genau. Also da sind große Namen auch geboren worden in diesem Cup. Und Roland Asch ist Mr. Porsche 944 Turbo Cup. Der hat die meisten Rennen gewonnen und die meisten Titel. Das stimmt, den haben wir auch am Wochenende. Hast du ihn am Wochenende gesehen, am Samstag? Ja, OGP. Leider haben wir uns nicht gesprochen. Er ist an mir in so einem Elektrorollerchen vorbeigedüst, mit dem Blick geradeaus, nicht rechts, nicht links. Ja. Ich habe zwar noch Roland hinterhergerufen, aber offensichtlich hat er das nicht mehr gehört. Und dann war er weg, dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Aber man hat mir ausgerichtet, er hat mir Grüße bestellt über meine Tochter, mit der er ein Interview gehabt hat und es schließt sich ja immer wieder der Kreis. Der Roland also hat die meisten Rennen gewonnen, die meisten Titel, ich glaube dreimal Supercup, Turbo Cup Meister, Porsche 944 Turbo Cup. So. Jetzt kommen wir zum Ende vom Herrn Glemser. Das ist hier ein Mercedes aus der Abteilung, ein 220 SE übrigens, aus der Abteilung Mercedes Classic und der zeigt, dass dieses Auto im Einsatz war beim Gran Premio Argentina. Damals noch von einer Benzingesellschaft YPF gesponsert. Böhringer Glemser sind damals diesen großen Straßenpreis gefahren über Stock und Stein. Das ist eines der Autos in diesem wunderbaren Himmelblau. Und da zeigt er sich nochmal mit dieser Erinnerung in Hockenheim. Steht lachend davor, ist ein paar Jahre her die Aufnahme, aber tolle Erinnerung auch für ihn. Und das war seine Zeit bei Mercedes, die eigentlich in diesem Mercedes-Silberpfeil nochmal dokumentiert, wie fit und wie fröhlich dieser Dieter Glemser ist im 80. und auch im 85. Lebensjahr. Das ist ein Bild aufgenommen kurz vor seinem 80. Geburtstag, das sieht aber noch immer genauso aus, hat sich nichts geändert. Ich finde, wenn ein Rennfahrer am Ende seiner langen, langen Strecke so in einem historischen Silberpfeil sitzt, mit diesem Lächeln im Gesicht, dann hat er nichts verkehrt gemacht. Das kann man wohl so sagen, ja. So, das soll das Schlussbild sein für ihn. Und nochmal, mein lieber Dieter, große Gratulation zu deinem 80. war ich da und habe dir einen großen Vortrag gehalten und all deine Erfolge und auch Schandtaten nochmal Revue passieren lassen. Ich weiß, du hast dich sehr darüber gefreut. Zum 85. konnte ich leider nicht kommen. Aber dafür hast du jetzt diesen Podcast bekommen. Und diese dafür gibt es die alte Schule. Und wir machen das gemütlich von zu Hause. Von mir auch alles Gute nochmal nachträglich, Herr Glemser. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Also, so viel zur Abteilung Glemser. Jetzt bleiben wir aber fast in der Familie und wechseln mal zu unserem Freund Mike Kranefuß. Das ist ein typisches Bild, wo der Dieter Glemser sogar nochmal eine Rolle spielt. Denn er war dann auch noch in der Turbozeit des Ford Capri, also so ab 1979 war er nochmal Berater für Ford. Man sieht ihn hier gemeinsam mit dem Erich Zarkowski, der im November übrigens, man höre und staune, müssen wir uns vormerken für einen Riesenpodcast, er wird 90, der Erich. Am 25. November, glaube ich, ist das. Okay.
Dann wird er 90, wenn wir Glück haben, ist er sogar zu Hause in Balkhausen am Ja. Nürburgring gegenüber von der Haupteinfahrt beim Haus A. Das kleine Flättchen gegenüber, das ist Balkhausen. Und da wird er dann vermutlich sein, denn ich habe gerade vernommen, dass er auch aus gesundheitlichen Gründen gerade nicht mehr auf Gran Canaria residiert, sondern wieder zu Hause ist in Balkhausen. Und der kleine Herr da, das ist der Peter Zarkowski, den wir ja alle kennen durch sein eigenes Rennteam über viele Jahre, das aber leider so in dieser Form immer existiert. Und der guckt nur ganz staunend zum großen Boss Mike Granefuß auf. Und im Hintergrund rechts ist der Dieter Klemzer. Wir reden aber über Mike Granefuß, der für mich, um ehrlich zu sein, eigentlich der coolste, fröhlichste und lockerste Rennleiter und Sportchef war, den ich je kennengelernt habe. Ich habe zwar auch immer gesagt, der Volker Striezek ist sowas von locker und nett und im Umgang einfach freundlich und höflich und aber der Mike hat da noch mal eins draufgesetzt, so von seiner ganzen Art. So einen Typen haben wir nie mehr später gehabt als Rennleiter und Sportchef und werden ihn auch ganz sicher nie mehr bekommen, weil das geht einfach nicht mehr heute, so wie der sein Amt geführt hat. Ja. Sowas von locker und fröhlich und das kannst du kaum beschreiben, das musst du erlebt haben. Und alle, die den Mike erlebt haben, werden mir recht geben. Er war schon ein super Typ und er ist noch immer ein super Typ. Und er hat eine Karriere hingelegt von Köln aus, die unglaublich ist und die in Amerika geendet hat als Chef des weltweiten Ford Motorsports. Das muss ich dir vorstellen. Unglaublich, oder? Vom Assistenten vom Jochen Nerpasch, ja, geht er nach USA später über die Station Ford Rennleiter in Köln und wird erst mit der Europachef und dann wird er weltweiter Ford-Chef. Eine unglaubliche Karriere. Und deswegen kriegt er auch seinen Podcast jetzt. Der hat ja mit dir, glaube ich, schon mal auch einen Audio-Podcast gemacht, wenn mich Haben wir nicht schon alles gemacht, täuscht. genau. Ja. Und ich kann jetzt auch noch so ein paar nette Dinge erzählen. Ja, das ist ein Bild von 1968. Da ist er noch Hobby-Rennfahrer. Gleichzeitig war er am Sauerlandring der Assistent von Karl von Wendt für das Projekt Sauerlandring. Das war in Gevelinghausen im Sauerland. Wir haben ja mal auch, glaube ich, einen Podcast über Karl von Wendt gemacht, wenn mich nicht Zurück, alles genau, täuscht. ja. Und sein leider schreckliches Ende und auch das Ende des Sauerlandrings, was ihn sehr getroffen hat, dass er dieses Projekt nicht durchführen konnte. Und mit dem Ende des Projekts Sauerlandring hat auch der Mike Granefuß den Weg sofort nach Köln gefunden. Denn er war der Assistent von Karl von Wendt und sollte für das Projekt Sauerlandring im Prinzip die rechte Hand sein. Und da ist dieses Projekt dann gestorben, aus politischen Gründen, wie immer und oft in solchen Situationen. Und man hat das einfach dann nicht gewollt. Und die Umweltschützer, das war ja schon damals auch ein Thema, zwar noch klein gehalten, aber es war ein Thema und die Leute hatten schon Gewicht. Dann wurde das also gekippt und unser Mike Granefuß ging als Hobbyrennfahrer von Gevelinghausen nach Köln 1969 als Assistent, Kollegen Nerpasch. Hier sehen wir den Mike als Hobbyrennfahrer mit seinem Abarth 850 oder 1000 TC. Ich weiß gar nicht mehr, welche Version das war. Das dürfte von der Kurve her Mainz Finden sein. Das sieht ganz sicher so aus, diese Striche hier, diese Zebrastriche und die Strohballen und die Art der Linkskurve deuten auf Mainz Finden hin, auch die Position der Zuschauer. Und das war 68, doch ein Abarth 1000 TC. Werksauto aus Turin. Hat er aber privat eingesetzt, genauso wie sein Freund Jupp Kerkering, mit dem er hier gemeinsam auf dem Podium steht. Auch das ist Mainz Finden. Und der Jupp Kerkering ist rechts, der Mike ist links. Gefahren wurde auch da mit den berühmten Dunlop-Rennanzügen. Man hat aber da nur eine Hose an. Das Oberteil hat man gleich mal weggelassen. Die gab es also zweiteilig, diese Dunlop-Rennanzüge, oder einteilig nach Wahl. Wenn es heiß war, ist man eben im Polohemd gefahren. Ne? Natürlich, ist ja auch Ja. sicher, oder? Das Es kannst durfte halt nur nur nicht Hose brennen, das wäre sein. dann fatal geworden. Ja. Ja. Ja, das waren also diese berühmten Bitterhosen, die es da gab mit Dunlop drauf. Die waren einheitlich mit Dunlop gekennzeichnet. Das ist übrigens eine Kollektion von Les Leston in England, die Erich Bitter hier vertrieben hat in Deutschland. War alles sehr preiswert. Ja. Also ich war ja auch Kunde und habe den ganzen Krempel bei ihm auch eingekauft. Der Helm kostete auch um die 90 Euro. Das war aber ein reiner Pappedeckel. Mit denen dürftest du nirgends mit dem Kopf anschlagen. Ja. Hättest du auch einen Umzugskarton umstülpen können. Das wäre selber gewesen.
Und Handschuhe gab es für 10 Euro, für 10 Mark und Schuhe für 40 Mark und Socken für 5 Mark und alles mögliche, alles feuersicher. So hat man sich durch den Katalog Angeblich, ja. bestellt. Ja. Bitte? So hat man sich durch den Katalog bestellt. Aber hat sich ja Ja, selber auch ja. mal angezündet oder Ja. anzünden lassen. Es hat seine Frau damals gemacht, seine erste Frau, die Ulla, die hat das Geschäft betrieben, ja. Ja, okay, ich dachte, die hat ihn Auch angezündet. Mundtücher gab es. Du hast dir so Dinge um den Kopf gewickelt, hinten zugebunden, mit einem dicken Knoten hast du über den Kopf, über die Nase gezogen. Und das war dann, du hast ja einen offenen Helm gehabt, der endete ja hier mit so einem Blendschirm. Und Ja. dann hast du dir dieses Mundtuch da rumgezogen, angeblich auch feuersicher, ja. Über die Nase hoch, und das sah also abenteuerlich aus. Kannst du mal gucken, die alten Bilder von der Formel 1 war, die haben alle auch diese Ja, war Mundtücher. alles so ein Ding, ne? Ja. Ja, sieht geil aus. Ja, also hier gab es dann also auch Pokale. Und Jupp Kerkering ist übrigens ein seit vielen Jahren hochgeschätzter Experte für Haifische. Für Haifische. Haifische, ja. Der Jupp ist mit Haifischen auf Du und Du, bezeichnet sie auch als seine Freunde und spricht mit ihnen und schwimmt mit ihnen und hat Bücher geschrieben darüber, hat Veranstaltungen gemacht. Also alle, die sich für Fische und vor allem für Haifische interessieren, ist bei Jupp Kerkering, Baron Jupp von Kerkering, Ja, ganz wichtig, natürlich. genau an der richtigen Adresse. Alles zum Thema Shark ist bei ihm bestens Okay. platziert. Sollte ich mal einen Haifisch-Podcast machen, dann rufe ich ihn an. Ja, das wird hochinteressant, das Gespräch. Das hat Das glaube mal ich auch. weniger mit Motorsport zu tun, obwohl er ein wirklich passionierter Motorsportler ist und mit dem Mike Kranefuß durch die Gegend gezogen ist. Die haben ja Tag und Nacht haben die ja zusammengehängt, die zwei, ja, und nur Unfug veranstaltet, ja. So, hier sehen wir nochmal den Mike ganz links, noch in seiner Funktion als rechte Hand des Barons Karl von Wendt. Da ging es noch um den Sauerlandring. Da steht das ganze Modell. Das wird erklärt gerade und das war der Tag der Pressevorstellung mit hohem Besuch. Leider Gottes leben von den 11 Personen auf diesem Bild 8 nicht mehr. Das ist schon bitter, sowas. Ne? Und wenn du Ja, die alle leider. gekannt hast, ist das noch bitterer, wenn du so ein Bild wieder siehst. Ja, Gell? das stimmt. Ich überlege gerade, wer Also noch ich, lebt, aber ganz rechts ist Jochen Nerpasch. ganz rechts ist der Jochen Nerpasch. Praktisch leben alle nicht mehr, außer Mike Kranefuß, Hans-Günter Lehmann, der leicht verdeckt ist. Das ist übrigens Ah, der Gründer der Autozeitung in Köln. ja. Und dann lebt keiner mehr von diesen Herrschaften bis hin zum Nerpasch. Das ist wieder einer, Gott sei Dank, noch der Lebenden, der demnächst seinen 85. feiert. Ich stelle die anderen mal kurz vor. Ne, den Dicken, das weiß ja eh jeder, Alfred Neubauer, Ja. Mr. Mercedes, dann Karl von Wendt, daneben der Initiator des Sauerlandrings, großer Rennfahrer, erfolgreicher Rennfahrer, Rolf Stommelen, Herbert Schulze, dann, das ist Hans-Peter Klein, glaube ich, aus Hannover. Der hatte noch einen Bruder, das ist der Jockel Klein, Hans-Joachim Klein, der war Rennleiter in Wunsdorf sehr lange übrigens. Nicht er, aber sein Bruder. Ich glaube, die hatten einen Elektro-Großhandel in Hannover. Dann der Herr, der etwas quer zum Bild steht, ist der Josephus. Mit strammem Scheitel noch. Dann sehen wir den Hans-Peter Köppchen, mein Teamchef von früher. Leider auch gesundheitlich elendlich zugrunde gegangen. Und dann unser jüngster Todesfall, über den wir noch reden beim nächsten Podcast, Erich Bitter. Wäre 90 geworden am 11. August. 4 Wochen vorher, leider Gottes, Verstorben. gestorben. Und ich habe ihn noch besucht vorher. Ich habe einen Weiß, Hausbesuch bei ihm gemacht, weiß, ja, weil da ich ist noch ein gerade Foto für den gepostet. Podcast und auch für eine schöne Geburtstagsgeschichte mich nochmal auf den neuesten Stand bringen wollte, wir ein bisschen noch schwelgen wollten in Erinnerungen. Und da hat er mir so viel noch erzählt und er war noch so fit eigentlich, auch im Kopf. Und nur mit den Augen hat es so ein bisschen Probleme gegeben, ansonsten alles top. Dann aus. So. Tja. Nein. Okay, und ganz rechts der Jochen Nerpasch, Ja. der damals schon auch in Verbindung war mit dem Karl von Wendt, nämlich der Karl von Wendt war Jochen Nerpaschs erster Großsponsor im Rennsport. Der hat ihm die Formel 3 bezahlt und auch weite Strecken mit dem Wendtschen Porsche 907. Okay, So okay. nebenbei mal. Ne? Das sind so Sachen, die man heute natürlich gerne nochmal aufblättert, denn die jüngere Generation jetzt, die hat natürlich davon gar keine Ahnung, die Alten, die wissen das, aber die werden dann sagen, ja, genau so war es. Ne? So,
Das ist ein typisches Foto Mike Granefuß von 1972 vom Assistenten zum Sportchef bei Ford in Köln mit einem grandiosen Erfolgsjahr. 1972 war für Ford und für den Mike Granefuß und auch für den Jochen Nerpasch, der ja Anfang 72 im Mai zu BMW gewechselt ist, ganz überraschend. Also für alle, die daran mitgearbeitet haben an dem Jahr 72, der Jochen hatte letztlich die Grundlage ja gelegt mit dem Capri, war das das größte Erfolgsjahr aller Zeiten für Ford. Sowas hast du nur einmal im Leben, so ein Jahr, wo du alles gewinnst, was gewinnbar ist. Stuck wird deutscher Rennsportmeister, Ford wird Europameister, Tourenwagen-Europameister mit den Marken, wird Europameister bei den Fahrern. Es gab nichts, was Ford nicht gewonnen hätte in diesem Jahr. Und der Mike war so überglücklich. Und ich weiß, dass wir am Ende dieses Jahres gemeinsam in Köln beim Abendessen gesessen haben. Und er hat zu mir gesagt, du weißt du, so schön das ja war, aber mir ist das schon klar. Sowas kommt so schnell nicht mehr wieder. Weil das hast du einmal und du genießt es, aber das ist kein Dauerbrenner und auch keine Dauerkarte. Nächstes Jahr wird verdammt hart werden, hat er mir gesagt. BMW wird aufrüsten und wir werden alle Not und Mühe haben, uns zu behaupten. Und genauso ist es gekommen. Ford hat den Titel verloren, BMW hat ihn gewonnen, BMW hat die meisten Rennen in der EM dann 73 gewonnen. Es war die große Revanche des Jochen Nerpasch an seinem eigenen Produkt. Muss ich dir mal vorstellen. Das stimmt leider, ne? Ja. Ja. So, aber Mike hat das also alles mit Lockerheit ertragen, ist so zwischendurch auch noch selbst ein bisschen Rennen gefahren. Wie hier mit dem Escort beim 300-Kilometer-Rennen 1971 am Ring. Das war noch vor seiner Berufung als Rennleiter, da war er noch Assistent. Der Jochen Nerpasch hatte ihm das genehmigt, hat gesagt, aber bitte lass alles ganz und schau, dass du auch am Stück wieder nach Hause kommst, dann am Montag ins Büro. Der Mike war kein schlechter Rennfahrer, ein bisschen hektisch, aber der hat das ganz gut gemacht und er ist auch ein paar Mal aufs Podium gefahren. Der Erich Zarkowski hat ihm auch seinen Sachsbit Escort anvertraut, den ich übrigens auch mal fahren durfte, in Mendig auf dem Flugplatz. Und ja, war nett. Haben wir gewonnen mit. Ne? Ging also wirklich ganz easy. Schönes Auto. Diesen Escort 1300 übrigens. Kein 1600, 1300. Okay. So, hier sehen wir ihn auch mal auf dem Podium mit, ja, das ist ein nettes Bild. Ach Mensch, nee. Das ist so schlimm. Ali Scherz, Rennleiter. Mike im roten Overall mit Kranz. Dann steht hier der Vater von Marc Hessel. Das ist der Hans Hessel aus Bonn. Den musst du dir mal vorstellen. Du weißt, wer der Marc Hessel ist. Du kennst ihn ja, ne? Ja, natürlich, ja, klar. Ja, so, und das ist der Papa dazu. Ja, der Mann, ja. Der fast DTM-Champion geworden wäre. Ja, da hat der Marc noch in den Windeln gelegen, als der Vater hier seine Grenze umgehängt bekommen hat. 1971. Der rechts, ja, knapp, den kennt ja kaum noch jemand. Da bin ich ziemlich sicher. Da würde ich darauf wetten, dass das nur ganz wenige sind. Also, das ist der Paul Bergner aus Köln. Das ist diese Kölner Rennmafia gewesen, den Hans-Peter Joosten, um den Mike Granefuß, um den Rolf Stommelen, um den Hartmut Kautz, um so viele andere Rennfahrer aus Köln, die einfach nur ihren Spaß gehabt haben. Und das war ja wirklich eine Gruppe hier in Köln, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was die alles aufgeführt haben in der Stadt. Kann ich mir vorstellen, ja. Ja, da gehörte der Paul Bergner auch dazu. Und ja, dann noch ein paar offizielle Rechts, die ich jetzt gerade nicht kenne. Ein 300-Kilometer-Rennen, 1971. So, nächster Fall. Ah, Kollege Stuck am Nürburgring, 1972, der erwähnte DRM-Titel. Das ist das Eifelrennen im Frühjahr. Ein Bild von Ferdi Krelling übrigens. Ist auch auf dem Fortbuch, auf dem Titel, glaube ich, vorne drauf. Ein irres Bild und da siehst du mal, mit welcher Brachialgewalt der Stuck dieses Auto in die Breitscheidabteilung reinzwingt, unten über die Brücke. Hör mal, das ist so schön, ich könnte das tagelang betrachten. Ja, das Bild ist irre. Unter totaler Car Control und trotzdem sieht das so martialisch aus, ja, und Wahnsinn. So unglaublich. Beide Räder, ne? Ja, beide innenseitige Räder oben, das vordere bald einen halben Meter und das hintere auch. Ein paar Zentimeter. Der Stuck hat das Auto über den Nürburgring geprügelt. Peter, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ein Wahnsinn. So ein Bild kriegst du heute ja auch nicht mehr zu sehen. Das geht ja von den tollen Fahrwerken gar nicht mehr. So eine Nummer hier, gell? Obwohl der Braungart sicher gesagt hat, als Fahrwerksingenieur, da müssen wir was machen. So darf das eigentlich nicht sein. Da stimmt was nicht. Aber nun ist der Kollege Stuck ja auch immer mit 110% gefahren. Ja, das stimmt. Das ganze Auto hat sich ja überall verwunden. Und er hat das unter Kontrolle gehabt. Das musst du dir mal vorstellen. Ja. Dieser Typ war ja in seinen jungen Jahren ein so unglaublich lockerer und
unbeschwerter Rennfahrer, der hat sich ja um nichts geschert, um gar nichts. Ja. Der hat einfach nur seinen Spaß im Rennauto haben wollen. Und dieses Bild steht für diesen Spaß. Ich finde es herrlich. Ich finde es herrlich und es ist Stück pur. So, das war auch Mike Ranefuß auf seine Art. Da ist er dann mit Kumpels in die Nordkehre gegangen, oben wo das Häuserl war, wo die Streckenposten ihre Fahnen drin hatten, wo du praktisch aus der Nordkehre rauskamst. Du hast jetzt von hier auf die Nordkehre geguckt, links rum, und das geht dann über die Brücke in die Hatzenbach runter. Da haben wir uns immer alle getroffen, um zu gucken, bei diversen Rennen, wo es was zu gucken gab. Da konntest du also noch hinmarschieren, da hatte ich niemand aufgehalten. Du musstest natürlich die entsprechende Binde haben. Keine Monatsbinde, aber eine entsprechende Presse- oder Industriebinde. So, und hier steht natürlich ein illustrer Haufen beieinander. Kinders, das müsst ihr euch mal reinziehen. Also ganz rechts auf dem Gartenstuhl, das glaubst du nicht, wer da sitzt, ist der Vater vom Klaus Ludwig. Nee. Ja, das ist der Vater Ludwig, der natürlich nichts ausgelassen hat und der eigentlich immer da gesessen hat. Weil er da hat er den besten Ausblick gehabt. Das war ein Stammgast hier an diesem kleinen Areal. Dann haben wir da, ja, ich mache das mal anders. Ich fange mal links an. Links, das ist der Adolf Hünsberg, lange Sportchef von der Rheinischen Post und dann auch stellvertretender Chefredakteur der Autozeitung in Köln ab 1969, war einer meiner Chefs bei der Autozeitung. Okay. Neben dem Adolf Hünsberg steht der Willi Knupp, damals noch RTL Radio. Ja? In Köln, kleines Studio, oder war es Düsseldorf, weiß es gar nicht mehr. Da hat er sein Radioprogramm gemacht. Später hat er die Formel 1 zur RTL geholt und war praktisch derjenige, der den Bernie bequatscht hat und den Dr. Thomas, dass die beiden sich zusammenschließen, und hat es den ersten Vertrag gegeben bei RTL, Formel 1. Willi Knupp war der Initiator. Nicht schlecht. Ja, neben dem Willi, da steht der noch junge Braun, und freut sich des Lebens und dessen, was er sieht. Auf meiner Schulter ruht Kollege Geradefuß. neben dem Mike steht der John Fitzpatrick, der übrigens 80 geworden ist kürzlich. Und im Hintergrund sehe ich den Reinhold Rode noch von VW. Ich sehe den Mika Apiainen aus der Formel Super V. Ich sehe den RW Legilek. Ich sehe einen Polizisten mit Mütze. Und ich sehe ganz rechts einen französischen Journalisten, der gerade etwas aufschreibt. Das ist der Schwarzhaarige, der zweite von rechts. Ja. Das ist ein französischer Journalist, ein sehr wissender Kollege, den ich sehr geschätzt habe. Ich habe ihn dann aus dem Auge verloren. Weiß. Aber das Größte ist ja der Vater Ludwig auf dem Gartenstuhl. Ein Programmheft in der Hand. Ist das nicht herrlich, dieses Bild? Toll. Ich liebe es über alles. Tja, das waren diese lockeren Zeiten, wo man sich getroffen hat, egal welcher Rang, welcher Name. Man hat beieinander gestanden und hat sich das angeguckt, gelästert, getan, gemacht, gelacht und was weiß ich. Kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Geht nicht. Nee. Wo willst du das machen? Wo, bitte? Wo? Und wie? Wo kriegt man noch 8 zusammenhängende Karten für die Formel 1? Glaubst du denn, Typen wie der Fitz als Rennfahrer würden sich beim anderen Rennen mit Kumpels da irgendwo hinstellen und gucken und lästern, lachen, tun und machen? Glaubst du das wirklich? Never. Ja, nicht, oder? Die verstecken sich in ihrem Motorhome heutzutage und sind nicht mehr zu greifen. Kommen nur noch raus, wenn sie trainieren müssen oder Rennen fahren müssen oder ein Meeting haben. Genau. So sieht's aus. Leider. Da fehlt die Nähe zum Publikum irgendwie. Das müssen wir verbessern, wenn es überhaupt noch was zu verbessern gibt. So, weiter im Text. Das ist auch so ein Bild, das mir wirklich immer wieder unter die Haut geht. Es zeigt die beste Zeit der Ford Köln Rennabteilung mit einer unglaublichen Mechanikertruppe. Sensationell, alle miteinander, wie sie das sind. Es zeigt die hohe Heeresleitung mit dem Mike Ranefuß, mit dem damaligen Ford-Chef Bartholomä, mit den Technikern, mit den Werksfahrern, mit dieser Wand, mit den Grenzen hinten. Das war eine Truppe, ich sage es dir, Carsten, diese Ford-Rennmannschaft, die hat Geschichte geschrieben. Und wer das miterlebt hat, wirklich live miterlebt hat, an Ort und Stelle, der wird das nie vergessen. Weil dem fehlt noch heute dann was, wenn er das sieht. Ja, weil das ist auch etwas, was einfach nicht mehr denkbar ist heute. So eine so ein Zusammenhalt, egal ob nun Manager, ob Chef, ob kleiner Mechaniker, ob Rennfahrer, das war eine große Familie, die übrigens sich heute noch treffen, soweit lebend, da fehlt auch die Hälfte inzwischen leider. Die haben immer mal wieder ein kleines Treffen und einer kümmert sich darum,
und teilt dann immer mit, wo, wann, wie, was und wer nicht mehr da ist und wen wir verabschieden müssen. Es ist mit jeder neuen E-Mail, die dann kommt, kriegst du erst einen Schreck, dass wieder jemand gestorben ist von den Jungs hier. Ne? Also ich erkenne hier mal auf Anhieb den Klaus Warthofer. Ich sehe den Thomas Ammerschläger. Ich sehe ganz links den damaligen Ford-Sportpressechef Lutz Schilling und Assistenten auch vom Michael Granefuß. Ich sehe den Dieter Glemser, kniend Jochen Maas. Es kniet des Weiteren auch ganz rechts der Fuzzi Richter, ganz rechts. Ist Kult, der Mann. Ne? Ich sehe außerdem den Ali Strasser. Das ist der dritte von rechts. Und viele, viele andere. Mike Granefuß in der Mitte, ausnahmsweise mit Krawatte und mit Anzug. Normalerweise, ja, Mike immer Hemd offen und Haare fliegen dem Wind wild. Das ist Die richtig verbliebenen clean. Haare. Ja, fast ein Modelfoto. Ne? Und diese ganze Mechanikertruppe, Thomas Ammerschläger, da hinten guckt er zwischendurch. Der Kollege Schutzbach ist auch zu sehen. Ja, also. Ach, der Klaus Schlüter, den sehe ich auch da hinten noch irgendwo. Das ist schon alles. Jochen Maas kniet unten links, habe ich schon gesagt. Das gesagt, ja. Ja, sind gute Jungs gewesen, hat Spaß gemacht. Da ist mein Auto auch immer gewartet worden. Dann habe ich da immer in die Halle gefahren, immer Inspektionen gemacht und Räder gewechselt und mal einen breiten Reifen drauf und mal dies und mal das. Wir sind Bogen Gut. und Hub noch ausgebohrt. Da sehen wir gerade noch den Kotflügel ist original, der Originallackierung von einem Capri. Rad ist ab. Das sind sie noch beim Arbeiten. War schöne Werkstatt. Rechts da war irgendwann unten das Büro von Mike und die Treppe hoch, hat, glaube ich, haben die Techniker gesessen, Braungart und Co. Unten war das Büro von Nerpasch erst und dann von Mike. So ist es. Und hat auch unten hat auch die Vorzimmerdame, die Vera Schmitz, gesessen. Ja, nee, Sabine hieß es, Sabine Schmitz. Also nichts mit Sabine Schmitz-Nürburgring, sondern das war eine andere Sabine Schmitz. Okay. Vera Schmitz war wiederum Ford PR-Abteilung. Das war Hochhaus in Deutz. Ja, mit der Ford-Geschichte bin ich ziemlich gut vertraut. Ich habe Merkt schließlich auch man, ein ja. großes Ford-Buch geschrieben über die tolle Rennzeit, über diese wunderbaren Jahre, die wir hatten. Ist ausverkauft, gibt es nicht mehr, kannst im Internet zum Traumpreis noch ersteigern, wenn du willst. Gell? Davon gehe ich aus. Ich glaube, 150 Euro oder so, vielleicht auch mehr, ich weiß es nicht. Wahnsinn. Ja, das hier war dieses schon mal angesprochene Jahr 1973 am Nürburgring, wo Ford nun das große Desaster erleben musste gegen BMW. Der Mike und seine beiden prominentesten Piloten, Jackie Stewart und Emerson Fittipaldi, die beide in dem weißen Texaco Ford gesessen haben und auch am Anfang richtig vorne mitgegeigt sind, aber dann, glaube ich, hat der gute Fittipaldi das Ding überdreht. Da war der Motor hin. Da kam er furzend und kotzend an die Box und knatternd und da war Feierabend. Mal passieren. Guck dir die Koteletten von Mike an. Ja, Schau. Wahnsinn, oder? Aber alle drei, schau mal, Ja, die ja, sind ja. Also alle nicht. Jackie hat ja noch ein bisschen schmaler, aber Fitti hat auch fast bis zum Mund runter, Ja. zieht es ihn dahin und Fitti und Mike stellen sich da in nichts nach. Nur ich glaube, beim Mike sind sie besonders breit und wenn ich das nachmessen würde, wäre er schon der Rekordhalter, glaube ich, oder? Wahrscheinlich Und schon. beim Fitti gehen sie noch ein bisschen tiefer, glaube ich, bis unter den Mundwinkel, wie du siehst, die Genau, sind alle Spitze und spitz beim zulaufen. Mike nur bis zum Mundwinkel. Ja. Das ist, ja, da gibt es ein tolles Bild im Wind. Ja, da haben wir ihn schon. Guck dir das bitte an. Das ist Mike, wie er leibt Leicht und lebt in geöffnetem Köln. Hemd. Ja. Das Hemd bis zum Bauchnabel offen. Da drüber drei Stoppuhren, die auf der blanken Haut kleben wahrscheinlich. Dann der Wind bläst ihm den Haarkranz auseinander. Ist das nicht ein Ein wunderschönes Bild? geiles Bild, ein Ja, geiles Bild. ja. So, das spiegelt auch den Typ Mike Granefuß als Mensch wieder, als Sportchef, als lockeren Typen und Freund, mit dem du alles anstellen konntest. Ja, der immer fröhlich war, immer lustig, immer ein Lachen drauf hatte, die Pfeife im Mund und immer irgendeinen Schwank oder sonst einen Schalk im Nacken. Ja. Wer ist das vorne im Bild? Das wollte ich gerade sagen. Das ist der damalige PR-Chef von Ford, der sogenannte Public Relations Director oder Chef der Öffentlichkeitsarbeit, Klaus-Dieter Banzhaft. Ah Ein ja. großer Freund des Motorsports, der eigentlich alles freigegeben hat, was du haben wolltest.
dessen Zeit bei Ford eine sehr fröhliche und lustige war. Und deswegen haben die beiden sich auch sehr gut verstanden. Der kam von Uni Royal, glaube ich, und ist zu Ford. Und Ford weiter, weiß ich nicht. Egal. Guter Typ. Viel Spaß mit ihm auch. Das war so ein Kumpeltyp. Der hatte ja auf die Schulter gehauen und hat gesagt: Na, wie geht's, Kollege? Der passte gut zu Mike. Die beiden, die haben auch toll harmoniert. Okay. Der hat alle Mittel freigegeben, die du gebraucht hast. Wenn der Mike gesagt hat, ich brauche 3 Millionen für das und das Projekt, hat er die auch gekriegt. Das ist gut. Als Beispiel nur. Das ist nicht schlecht. So, nächster Fall. Das ist jetzt schon der Amerikaner Mike Kranefuß. Das ist schon ein Bild, was in den USA entstanden ist. Da wird er schon auch, guck, da sind die Koteletten weg. Da ist alles sehr gepflegt, sehr seriös. Da merkst du, das ist schon einer, der jetzt Weltpolitik macht in Sachen Motorsport für Ford. Das ist eine Figur, die nicht mehr mit der Kölner Figur Kranefuß vergleichbar ist. Ja, da ist nur noch die Pfeife geblieben. Da ist er sehr, sehr seriös und ernst und in seinem Amt aufgehend, so wie man das normalerweise sich vorstellt. Er hat ja dann auch noch ein eigenes Rennteam gehabt, als er bei Ford ausgeschieden ist, in den Ruhestand, hat er sich noch ein NASCAR-Team geleistet mit zwei Autos. Einer der Piloten war der Jeremy Mayfield, meines Wissens. Hat sich in IndyCar noch engagiert, in irgendeiner Form. Also der hat noch richtig viele Sachen gemacht, auch nach seinem offiziellen Ausscheiden bei Ford als Weltdirektor. Dem ist es richtig gut gegangen dort. Beeindruckend, wirklich Ja, und beeindruckend, hier, was das ist der nun der alles echte erlebt hat. Amerikaner Mike Ja, Kranefuß moin. mit einer NASCAR-Mütze, mit einer NASCAR-Sonnenbrille. Das ist Amerikaner pur und die Pfeife raucht immer noch. Genau, ja. Ja, das Bild, das ist Mike Kranefuß in den USA. Der hat sich als Typ dann komplett gewandelt, mit der Kölner Zeit gar nicht mehr zu vergleichen. Das stimmt. Und das hier ist Mike Kranefuß mit 80 und auch mit 85. Genau dasselbe, hat sich nichts geändert. Die Haare sind weniger geworden. Es gibt einen Bart, es gibt den Oberlippenbart sowieso, der immer da war. Und es gibt den Mike Kranefuß, der jetzt im Alter in seinem Schaukelstuhl sitzt und den lieben Gott einen guten Mann sein lässt. Und ich finde, er hat ein Riesenleben gelebt und er hat jetzt auch die Chance, im Alter alles nochmal in Ruhe Revue passieren zu lassen, zu genießen, was das Alter mitbringt. Hat in den USA eine tolle neue Heimat gefunden. Seine Frau Immi kümmert sich um ihn und er kümmert sich um Immi. Es ist immer schön, wenn du im Alter dann noch deinen Partner hast und der nicht vorher schon irgendwie sich verabschiedet hat. Ja. Die beiden machen sich eine gute Zeit und ich freue mich sehr, dass es beiden gut geht. Wir haben ja immer mal wieder Kontakt per E-Mail und ich hoffe sehr, dass wir auch über den 90. von Mike Kranefuß noch reden können und dass ich das auch noch kann. Das hoffe ich auch. Das soll es gewesen sein für heute. Rainer, vielen, vielen Ja. Dank. Glückwunsch nochmal an Mike Kranefuß nachträglich, auch an dieser Stelle. Und ja, wenn ihr nochmal ein bisschen mehr nachhören wollt, es gibt, wie gesagt, Podcasts, sowohl mit Dieter Glemser als auch mit Mike Kranefuß. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören. Dann hört man das Ja, auch und nochmal. Aber Rainer, du hast es ganz toll ergänzt. ich sage dir alle, die den Mike erlebt haben, werden sich gerne an ihn erinnern, an eine Zeit, die so fröhlich war und so unbeschwert, so locker und mit so vielen Ereignissen, über die du heute noch redest, wenn du am Biertisch sitzt mit den alten Kumpels. Ich finde immer, wenn du Geschichten erzählen kannst von Menschen, die Geschichten geliefert haben, dann müssen das gute Typen gewesen sein, wenn es gute Geschichten sind. Und wenn die so lange in Erinnerung bleiben, dann können die nichts verkehrt gemacht haben. Und der Mike Kranefuß gehört für mich zu dieser Gruppe von Menschen und von Typen im Sport, die ihre Spuren hinterlassen haben auf ewig. Sehe ich auch so. So, wir schließen Beeindruckend. das Kapitel und sagen Folgendes. Erstens, nächster Podcast, sagen wir mal in 14 Tagen, so roundabout, Ja. ja, gegen Ende August, mit einer Erinnerung an den Vater des siebten Sinn und einen großen Motorsportfilmer, Alfred Nöll, leider gestorben mit gut 90. Und an Erich Bitter, auch gestorben mit fast 90. Die beiden werden wir uns vornehmen, haben für den Sport viel gemacht, viel getan. Und da gibt es viel zu erzählen. Ich habe auch ein paar schöne Bilder. Ich denke, es wird wieder unterhaltsam.
Jetzt kümmern wir uns mal als nächstes um Pista und Piloti, gell, mein Freund? Rainer, da freue ich mich wirklich ganz besonders. Das erste Mal, dass wir zusammen was machen. Nein, nicht das erste Mal, dass wir zusammen was machen. Das war ja schon beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, als wir mit den BMW-Legenden was gemacht haben. Aber das erste Mal auf Bühne vor Zuschauern. Und wie gesagt, ihr könnt dabei sein, ihr könnt noch Karten kaufen. Die Seite ist unten eingeblendet, www.pista-piloti.de. 15 Euro kosten die Karten. Es gibt nicht unendlich viele Plätze, aber wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Gut, dann Rainer, lassen wir es für heute mal bewenden. Machen wir. Wir lassen es bewenden. Bleib gesund. Ich freue mich auf nächste Woche. Carsten, ich freue mich auf den gemeinsamen Auftritt. Auch für dich gute Gesundheit. Bis nächste Woche und bis zum nächsten Podcast und alles Gute. Ciao, ciao. Grüße nach Hamburg. Ciao. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.